So, weiter geht's. Dark Souls. Ja. Mit. Moment, ich muss noch kurz mal umschalten, ne? Weil jeder weiß, ich habe keinen zweiten Monitor. Deswegen muss ich jetzt die Treppe erstmal runter. Wobei, ich müssen wir wirklich mal. Ich überlege sogar, ob ich einfach nur für den Anfang einen Full HD Monitor hole und nicht gleich einen 4K Monitor. Macht auch irgendwie keinen Sinn mehr, so. Obwohl eigentlich schon, ne, wegen dem Gaming, aber für die Aufnahmen sowieso brauche ich sowas eigentlich gar nicht. So, wenn ich zocken will, ja, aber für Dings, aber es ist ja nur für den PC gedacht. Da muss ich mal gucken, ob es überhaupt einen 4K-Monitor im Angebot gibt. So. Ansonsten holt ihr vielleicht einen 40-40. Das würde auch noch gehen. Monitor. Ja, wenn der dafür 144 Hertz hat. Also es geht ja auch drauf. Also was ich bei Mediamarkt gelernt habe, auch auf die, also es kommt auf die Dings an. Auf die Bildframerate und auf die. Und auf die Größe. Nein, nicht auf die Größe, eher so das, ja, die Größe. Also die brauchen das hier. Das ist fast die Größe wie ein Fernseher. Ja, aber so, keine Ahnung, wie nennt man das? Es ist auf jeden Fall so, dass man Bildverzögerung, genau. So, die Millisekunden. Ja, genau. So, ja. Erste Brücke, setzt du da dein Zeichen? Weil dann mach ich da. Ja, in deiner runden Plattform, auf der runden. Ja, dann mach ich mal hier. So, hab ich gesetzt. Du bist menschlich, ne? Ja, jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ja, es funktioniert! So. Nach ein paar Folgen der Ratlosigkeit haben wir es hinbekommen. Ja, weil da, ich habe halt Mediamarkt ja geguckt, ne? Mediamarkt hat ja nicht viel zur Auswahl und der hat auch so ein Bildschirm gehabt, der hatte irgendwie 0,5 Millisekunden Verzögerung. Keine Ahnung, ob das gut ist oder schlecht halt, ne? Also, ich glaube, das ist schon recht gut, ne? Aber ich meine, dass es auch welche mittlerweile gibt mit 0,1, ja, 0 oder 0,1 sogar halt, ne? Ja. So, warte mal, ich habe erstmal ein paar Wanderflüche für dich. Ja. Du kannst den goldenen Schlangenring auf jeden Fall auflassen. Ich gebe dir mal 5 Stück, die sollten erstmal reichen. Ja, jetzt habe ich 11. Oh, soll ich mal verwenden? Ach, hast du eben schon so viele bekommen? Oh ja. Ja, die kriegst du da auch gut mit. Spawnen die wieder neu oder was? Na gut, dann komm. Ja, die Geister spawnen neu. Ja, dann verwende ich mir jetzt schon mal ein. Aber jetzt können wir nämlich alles vernünftig einsammeln. Ja. Oh, ich glaube, jemand zockt auch mit einer Hellebarde. One-Shot. Ja, bei mir sind auch One-Shot gewesen. Die sind nicht stark tatsächlich. Ich glaube, hier ist tot. Nein. Ja, ich weiß, ich habe geguckt. Ja, mittlerweile muss ich ja immer wieder gucken. Du, siehst du da ein Item da drüben? Ja. Warte, bleib hier. Der lebt ja noch. So, jetzt kannst du kommen. Normalerweise holst du das immer direkt am Anfang. Oh, voll die Seele. Start. Ja. Was macht die nochmal? Das, ich weiß, dass man die abgeben kann, aber. Kannst du bei. Damit wertest du deinen Estus-Flakon auf. Achso, ja, stimmt. Flakon. Pong. Ja, das ist Französisch ist zum Flankon. Französisch. Wir leben hier nicht in Dark Souls und Dark. Ah, scheiße, hätte ich Französisch gelernt. Hätte ich Französisch gelernt, hätte ich sogar das französische Begriff verwenden können. Warte mal, Christian? Jawohl. Ja, wahrscheinlich so. Dark Souls oder so. So, ich geh dir mal kurz anlocken hier. Ja. Oh, nicht runterfallen. Weil die Scheißviecher, die können aber nur durch die Wand schlagen. Ja, kommst du auch mal hier? Kann man nicht durch die Wand schlagen? Schon die erste. Oh, da kommt er. Ey. Das war. So, ich geh die mal anlocken. Ja. Okay. So, oh, die sind mit dabei. Guck mal gerade hier, ob die was fallen lassen haben. Also in Wanderflüche. Ja. Oder Geisterklinge. Weil die lassen auch ihre Waffen fallen und mit der Waffe kannst du die killen ohne Wanderfluch.
Ja. Du kannst auch noch mit einer DLC-Waffe kannst du auch die Gegner killen ohne Wanderflug. Jo, Aber die ist mir zu schwer. wir reden hier über Parierdeutsch, okay? Parierdeutsch haben die fallen lassen? Nee, da lag Parierdeutsch. Achso, ja, auch nicht schlecht. Hä? Achso, der kommt erst, wenn du kommst. Ja, genau. Hier kommt doch eigentlich ein Geist. Nee, hier kommt kein Hier. Geist. Hinten ist ein Okay. Geist. Was ist die eigentlich, wenn die schreit? Ich meine, dass sie welche anlockt, aber wenn die alle vorher schon tot sind. Ja, ist halt ein lächerlicher Versuch gewesen. Man weiß es nicht. Da Ich liegt eine Seele. Kannst du holen. Ich habe den Gegner oben platt gemacht. Unter uns sind aber noch zwei Geister. Das heißt, wir sollen jetzt schnell weiterrennen. Ja, stimmt, da sehe ich schon. Die hauen manchmal durch den Boden. Aber wenn wir uns jetzt hier hinstellen, hier weiter unten, dann verschwinden die wieder. Das siehst du auch hier unten, wo ich hingucke. Ja. Okay, dann können wir weiter. So. Erstmal hier, machen wir die kurz alle platt hier. Ich sag das gleich mal. Hinter dir. Hinter dir. Boah, ich hasse das, wenn die von oben schlagen. Noch einer. Ah, hier, ja. Ja, auch noch einer. Da kommt noch einer. Ey, wo ist die hier? So, weg mit dir. Lol, das eine Aha. Item buggt an der Wand rum hier. Kannst auch nicht einnehmen. Kommst du nicht? Ja, ist ja egal. Jawohl, da war es die Stolz. Das Schwert, besser gesagt. So. Da würde es jetzt zu dem Fuzzi hochgehen. Braucht man nicht lang. Das heißt, wir gehen direkt hier lang. Sind alle tot. Es kann sein, dass hier noch der eine oder andere nochmal durch die Wand haut. Aber wenn du volle Lebensenergie Wo hast. bist du denn Ah, hin? hier. Warte. Ah, ist der schon, Geradeaus. ja. Ja. Oh. Ey. Aber die Helle Bade zwei Hände ist, damit, falls ich auf die Wand schlage, das dann. Ja. Ja, das ist schon eine geile Waffe. Au, 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 au! Wo ist er? Von Sammel oben. ein und einfach direkt Oh, ne, durch. hier! Hier runter. Hab ihn. So, jetzt hier unten lang. Und noch einmal hier lang gehen. Frag mich mal, oh, ein Wanderflug ist einsetzt. Das müssen wir auch gleich wieder neu Ja, ich auch. einsetzen. Ja. Aber kommt schon. So, Hinter genau, hier dir. liegt glaube ich ein Ring. Antifluch oder sowas. Fluchbissring, ja. Boah! Alter, ich bin beinahe runtergefallen. Aber obwohl, ich glaube, hier ist es egal, ne? Schau mal. Ja, hier kann man runterfallen, hier ist es nicht so schlimm. Okay. So. Ich glaube, sollte man für die Leute hier was machen. Ein bisschen Haut zeigen, oder was? Nee. Bei meinem Fetti auf jeden Fall nicht. Ich hoffe mal, So. dass nächste Woche wirklich Online-Unterricht wieder ist. Es ist. Sollen Ja. wir hier lang? Es ist wirklich, also. Ich frage mich wirklich, was das soll. Weißt du, man sitzt da, ne, muss sich die ganze Zeit was anhören und so weiter und so fort. Ich meine, das ist so. So langweilig einfach, weißt du? Wenn man zumindest irgendwas machen müsste halt, ne? Wenn man wirklich so praktische Arbeit machen müsste, dann würde ich es ja verstehen. Dann würde ich denken mir so, ja, okay, weißt du, der Lehrer geht um, schaut sich das an, halt, ne? Also auch wenn es mir nicht gefällt, ne? Aber das würde Sinn machen. Aber wenn man da sitzt, ne? Sich eine 100, und das ist jetzt nicht gelogen, 150, 190-seitige PowerPoint-Präsentation sich anhören muss, ne? Dann denke ich mir so, warum muss ich da überhaupt dann da sein, weißt du, so. Vor allem, dadurch, dass ich auch noch hinten sitze, ne, und ich muss hinten sitzen, ne, weil ich habe ja Probleme mit dem Magen halt, ne, wenn ich mal falsch esse. Dann kann ja auch passieren, weil ich esse gerne und auch sahniges Essen und Sahne stößt bei mir manchmal halt übel auf. Und wenn ich das mache halt, ne, ich komme, ich gehe. Ach, nein, zu weit! Ah, super, ey. Ich bin runtergeglitscht.
Oh ne, ich starte jetzt wieder da am Dings, ne? Scheiß, den ganzen Weg wieder von vorne. Das geht so schnell. Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich habe extra, bin extra langsam gelaufen, habe geguckt, ob du. Eigentlich wollte ich sicher landen, aber dann bin ich zu weit nach vorne gelaufen. Aber ich werde trotzdem von hier aus die Aufnahme unterbrechen, weil den ganzen Weg muss man sich nicht von vorne anschauen, wie ich da laufe. Ne? Und ab dem Punkt, wo wir jetzt letztes Mal, werde ich dann die Aufnahme fortsetzen. Also dann bis gleich. So, da sind wir wieder. Nachdem es beim ersten Mal sofort geklappt hat. Nicht. Ich bin wieder verreckt. Ach, guck mal, hier kannst du auch runter. Bei mir. Ja. Okay. Hier. Also ich bin sofort verreckt danach, wieder mal. Die 10.000 Seelen sind weg, aber es ist ja nicht dramatisch. So. Zumindest sind wir da zurück, wo wir vorher sein wollten. Und jetzt? Achso, da wartet jetzt auf was auf mich. Was? Ja, ich hör's doch schon. Vertrau mir, Bruder. Ah, da liegt eine Seele. Ich glaube, da liegt nur ein Item. Irgendeine Armbrust oder so. Kompositbogen. Achso, das ist ein guter Bogen. Er ist guter Bogen. Er ist guter Bogen. So. Boah, der Geruch von Gras von meinen Nachbarn unter mir macht mich verrückt, ne? Echt? Da kann man sich nicht konzentrieren gerade. So ein Piefen. Die sind richtig krass am Piefen, vor allem vorm Fenster auch noch, ne? So, dass das. Ja gut, das ist ja gut, wenn sie am Fenster, sonst wird es ja noch mehr stinken. Dann geht wenigstens ein Teil nach außen. Ja, aber ne. So. Die, das ist ja das Problem, wenn die innen rauchen, würde es nicht nach draußen gehen, dann müsste ich das nicht riechen, ja. Willst du echt vorgehen? Okay. Nee, geh du vor. Okay. Boah, ja. Kommen noch Geister oder so? Erstmal nicht. Wo ist er denn? Da. Okay. Kann ich den Backstabben eigentlich? Ja. Ah, okay, nice. Ey, aber sein Schwert, das kennst du doch noch. Ja, das Finsterschwert. Ja, aber da gibt es noch. Leider in dem Teil nicht. Echt nicht? Nee. Ah. Ich meine, im zweiten Teil gibt's das. Ich hatte zumindest damals im dritten Teil das Gefühl, dass ich das Schwert schon mal in der Hand hatte. Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Im dritten Teil hatte ich das auch in der Hand, deswegen kenne ich es ja auch noch. Das ist geil. Ja, deswegen. Also das hier rein, oder? An den ich nehme, ne? Ja. Ja, da geht's außerhalb, also da. Da hörst du schon rumtrampeln, da sind Drachen, die da rumlaufen. So. Ja, super. Guck mal ein bisschen mit hier, ob hier was rumliegt. Was, bin ich Fettrolle? Ne, ich wollte sagen, bin ich Mitrolle. Ne, ist ja nichts. Ich habe ja bei mir auch nur Kondition 40. So, nämlich, dass wir seit langer Zeit wieder keinen Invader haben, aber ich will auch jetzt nicht. Das Böse beschwören, ja. Boah, da müsstest du mal. Ich glaube, das war eine. Was, dann kauft die Aufnahme? Boah, ich weiß es nicht mehr. Muss man da mal gucken, weil in irgendeiner Aufnahme habe ich. Ach, nee, das müsste dann noch nicht draußen sein. Leute, ich dachte, da kommt ein Boss. Vorsicht, rechts kommt auch einer. Ja. Ich bin mich so erschrocken, dass ich mich erstmal heilen muss. Vorsicht, hier ist auch noch ein anderer Gegner, ne? So. Musst du ein bisschen aufpassen. Die können graue Brocken und graue Schollen fallen lassen. Ah, den graue sehe ich, Schollen, ja. Aber sehr selten. Ja. Boah, Alter, das geht gar nicht, wie die da piefen, ne? Boah, ey. Und ich will auch das Fenster dazu machen, sonst wird es zu warm, ey. Ja. Wahrscheinlich so, dass du schon passiv breit wirst, ne? Ja, wahrscheinlich. Hast du schon so ein Kitzeln im Kopf? Nee, tatsächlich nicht. Ja. Na, dann geht's ja noch. Guck mal, ich lock die mal an hier, damit die
Oder sind die bei dir nicht mehr da? Ah, Ne, doch. die sind noch da. Bei den Boah! Katakomben hat man das Problem, dass die. Die wurden mir noch angezeigt und da waren die bei dir gar nicht mehr. Da wusste ich dann nicht, ob sie. Ne, die Oder wurden bei was mir macht der? Läuft angezeigt. die ganze Zeit mit der Finsterhand rum? Ich höre die ganze Zeit das Geräusch von der Finsterhand. Ja, da ist er doch. Genau. Boah, was ist denn Kombi von dem Kann Typen ich. her? Na, schön tanzen hier. Ey. Der Heavy-Metal-Typ, Alter. Boah. Schade, dass das Schwert wirklich nicht fallen ist, ne? Keine Ahnung. Weißt du, das habe ich schon damals in Spiel. Ich hasse es in Spielen, wenn die eine Waffe haben. Okay. Bisschen anders zumindest. Sagen wir so. Wenn es ein Spiel gibt, wie bei dem Spiel halt, ne? Wo die eine Waffe haben, die die eigentlich droppen könnten halt, ne? Weil andere das auch machen halt, ne? Dann finde ich es scheiße, dass sie es nicht tun. Weil. Ich hasse es, wenn eine Waffe in dem Spiel ist, die man nicht nutzen kann. Es gibt Spiele, wo das tatsächlich eine Ausnahme ist, bei Kingdom Hearts zum Beispiel, ne? Weil da hast du eh nur das Schlüsselschwert und die Gegner haben ja auch kein Schlüsselschwert halt, ne? So. Oder bei Final Fantasy halt, ne? Wenn, Ja, kannst du auch nicht alle Waffen bekommen, das stimmt. Ja, genau. Aber nicht nur bei dem Spiel. Es gibt auch ein Beispiel ist Call of Duty. Black Ops sogar, tatsächlich. Ach, da hast du die Kiste. Black Ops halt, ne? Die Kette ist hinten, das heißt, es ist eine britische Serie. Riesengut, ja! Bei Black Ops, da war es ja so, da musstest du ja in einer Mission. Und so war es bei Black Ops. Ne, sogar bei zwei Call of Duty, aber erstmal bei Black Ops, sag ich mal, ne? Daran kann ich schon erinnern. Dann konntest du bei einer Mission eine Mission, also bei einer Mission im Zweiten Weltkrieg machen halt, ne? Sagen wir, sogar Ende Zweiten Ach, Weltkrieg guck halt. mal. Hast du auch das Geräusch hier noch? Von dem Finsterschild? Ja. Was ist denn dein Schild? Das ist eigentlich voll die geile Waffe. Da kannst du von den Gegnern und von Invadern kannst du Menschlichkeit abziehen. Lol. Das ist voll geil. Kriegt man das oder So, ich was? glaube, wir sind. Ja, dann musst du die damit packen. So, Ah, jetzt können okay. wir hier noch kurz. Warte, ich schicke den nach oben. Ja. Das ist nur da, wo das mit den Geistern angefangen hat, am Anfang von dem Level. Das war der Aufzug. Oh, okay. Damit man dann direkt nach hier kommt, was aber völlig schwachsinnig ist, weil, guck mal, siehst du hier vorne die Zeichen da in der Luft? Ja. Da kommt man nämlich runter, wenn man das erste Mal, beziehungsweise wenn man von der Brücke kommt, kann man da direkt runterspringen. Lol. Das heißt, den Aufzug braucht man gar nicht. Ja, guck mal, da ist doch einer. Frag ich, ob ich ihn nicht sehe, weil ich einen Helm anhab. Also dieses Okay. Löschen Helm. Ob es meine Sicht nochmal Guck da beschränkt. immer, ob die was fallen lassen, wegen Brocken, weißt du? Grauer Brocken und Ja, der eine hat graue schon mal was Scholle. von. Warte, ich leg mal kurz den Helm ab, vielleicht liegt es daran. Hä? Was passiert? Ich habe eine Wand aufgemacht für dich. Ich habe mich gerade voll erschrocken. So. Hey, da hast du Kiste. Ich glaube aber, du bist weg, oder? Oder ist da genug Platz? Hey, okay. Ja, das wird Platz. Boah, Brocken. Ah, nice. Und da musstest du bei Black Ops halt eine Mission machen im Nach-Zweiten Weltkrieg halt, ne? Und da hattest du so die MP40 und die SCG-44 und so weiter und so fort, ne? Und die konntest du aber beim Multiplayer nicht verwenden. Okay. Ja. Oh, warte mal, kann ich die Presse. Wie geht's weiter? So. Gebosseter der rote Apfel. Ah, okay, PMA, das wahrscheinlich. Hier unten geht's weiter. Hier? Ja. Ich sehe das schon. Die Wie sind wir. aber auch fies platziert, ne? Wenn er schon so rast wie so ein Motorrad, ne? Ja. In den Rücken, ja. So, weg mit dir. Trash. Der Trash, Brock. So. So, jetzt brauchen wir wieder einen Wanderfluch. Aber nur noch jetzt. So. Ich gehe die mal alle anlocken. Komm her hier. Weil da reingehen, das wäre eigentlich voll fatal. Weil da Ja, kommen zwei sehr. Finsterritter, vier Geister. Und dann ist da nochmal so ein fetter Klumpen.
Haben wir ausfallen lassen? Nee. Ey, kommen die Geister nicht? Ich glaube, die kommen nur, wenn du kommst, ne? Ja, komm, machen wir erstmal den da. So. Ist hier müssen Geister? Eigentlich zwei Geister rauskommen oder vier, je nachdem. Manchmal kommen sie irgendwie nicht. Das ist alles so leicht verpackt hier. Ja, ich will in die Kiste näher kommen. Nee. Das ist eigentlich schon, wenn du reinkommst. Ja, okay. Man hört sie. Ist ja, ich höre die wirklich. Dann kommen sie jetzt hier rechts. Hier ist auch nochmal ein finster Ritter. Manchmal schlagen die hier durch die Wand. Naja, aber nein, lol, der kommt gar nicht. Komm her hier. Oh! Ey. Und jetzt in den Hinterkopf. Ah! Lol! Also, ja. Lol. Ich hab doch getroffen, ne? Ja. Das ist doch sogar direkt auf ihn gelandet, ne? Das meine ich halt. So, hast du. Musst du ja eigentlich. Geh mal bei Ringe. Dann tust du jetzt den goldenen Schlangenring weg. Ja. Und gehst ganz nach unten, Bund des Artorias. Den wählst du aus. Ich hab Bund des. Ah, doch, hab ich. Ja, den brauchst du zwingend. Ansonsten bist du direkt tot, wenn du im Bossraum landest. Ermöglicht Abgrund schreiten, okay. Ja, weil wir gehen jetzt in den Abgrund. Da kannst du hier durchgehen. Soll ich mich noch heilen oder so? Ja, da hast du noch Zeit gleich. Aber kannst du jetzt auch machen, ist egal. Ja, komm, ich schätze, aber mach ich mal trotzdem. So, gut. Wer schreit? Ja. Gibt's einen Tipp oder so, irgendwas, was ich machen sollte? Nimm das andere Schild, das Wappenschild. Das Wappenschild? Ja. Okay. Dann? Hochhalten? Rein da. Ja. Okay. Okay, die Schritte haben aufgehört. So, bereit? Ja. Warte mal, ich glaube, ich nehme keine Zauberwaffe, weil ich mal selber zauber. Ach komm, ich nehme den Hammer, oder? Ah ne. Ach komm, hier. Müssen wir runterspringen, oder was? Runterlaufen. Kannst du beides, ist egal. Du musst auf jeden Fall zuerst runter. Dann nehme ich die Treppe lieber. Weil sonst bin ich, glaube ich, tot. Soll ich jetzt runter, oder soll ich warten kurz? Wie du meinst? Ja, komm, ich geh. Runter, ich folge dir einfach. Ey, und Spaß, wenn ich jetzt mich erschrecken sollte, sag mir Bescheid, ne? Wir haben fast 2 Uhr morgens halt, ne? Wenn ich schreie, dann wird dein Nachbar wahrscheinlich nicht gerade erfreut sein. Sag Bescheid, wenn du gesprungen bist. Ich schreie gerade die Treppe runter. Du brauchst nicht bis zum Ende, du kannst nur bis zu dem, da sind immer wieder Vorsprünge und da kannst du einfach runter. Da liegt ja auch nichts mehr. Also soll ich einfach runter? Einfach runter. Ich bin unten. Bist du gelandet? Noch nicht. Jetzt. Okay. Bleib hier mal mit stehen, ne? So. Ey. Ja, Alter. Aua. Bei denen einfach aggressiv draufkloppen. Mit guter Rüstung immer nah an denen dran stehen, dann kriegst du weniger Schaden. Ja. Das ist wie der Name schon sagt, sind 4 Leute. Je nachdem wie viel Schaden wir machen, könnten wir sogar das hinkriegen, ohne dass es 4 sind. Da jetzt. Okay, ich hab's abgefangen. Sehr gut. Boah! Ich muss mich heilen. Ja, geh weg, heil dich einfach. Hab mich. Boah, hat er mir mit einem Schlag was zu meinen. Ah, guck mal, da kämpft noch einer gegen die.
Du machst das gut, Junge. Weil die sehen aber manchmal aus, als ob die keine Rüstung dran haben, ne? Das ist so komisch. Ja. Ey, lol, Alter, der war mir gerade angezeigt. Boah, ist das verbuggt. Ah, da ist er. Ey. Hallo? Der ist bei mir hier immer noch. Oh, der hat mich gepackt. Ja, hoffentlich bist du nicht tot. Ah, okay, das geht. Oh. Aber lieber. Okay, ich muss eine Heilung machen, sonst bin ich gleich tot. Bei einem Schwein. Ja. Ey. Halt dich in Ruhe, guck auf mich. So, noch einmal. Lass er doch. Boah, Waffe zerbrochen. Du Huren. Welche Waffe hat er zerbrochen, den Hammer? Das mache ich keinen Schaden mehr. Oh, das aber nicht sterben hier. Nicht sterben. Ja, ich versuche mich zu heilen. Komm. Hä? Ist er tot? Ja. Ja, du musst ja nicht seine kleine Lebensleiste abziehen, sondern nur die Leiste unten. Ach so. Schnell, schnell, schnell die Truhe aufziehen, der gibt gut Seelen. Ach scheiße, ich glaube, du hast das Spiel jetzt hauptsächlich Tausende bekommen. Ich glaube 60.000 ist normal. Wenn du nichts aufhast, dann kriegst du 60.000. Ja, aber die Truhe hätte wahrscheinlich 120 gegeben. Nee, nicht 100, ich weiß nicht mehr wie viel mehr. Ich glaube 15% kriegen mehr. Wenn du Truhe und Ring aufhältst, dann kriegst du schon ordentlich mehr, ja. So. Ich hab mich mal angesetzt am Slashfeuer. Ja. Gut. Siehst du da jemanden? Nein, ne? Nee. Also, wenn eine Gestalt da sein sollte, sehe ich den nicht. Ja, weil da gibt es nämlich, wenn du dich noch dran erinnerst, beim Feuerbandschreien, da war eine Schlange, mit der du nicht sprechen solltest, wie ich dir sagte. Ja. Weil du dir dann sonst ein Eid kaputt machen kannst. Und ich glaube, dass er trotzdem kaputt gemacht ist jetzt. Weil die sollte dann da auftauchen, hier irgendwie. Ich müsste das aber nochmal nachgucken. Weil das ist eins von den Dingen, die ich nicht mehr weiß. Weil das schon so lange ist. Ist aber jetzt nicht so schlimm. Dass, wenn du irgendwie die Platin haben, so, haben wollen würdest, kann man die auch, könnte man die auch im nächsten Durchlauf noch holen. Ja. Das ist kein Problem. Das ist auch nicht schwierig oder so. Da müsste ich nur einmal kurz nachgucken und dann weiß ich auch wieder Bescheid. So, Stärke 25, Vitalität 22. Nee, Kondition 22, so. Also bei der Hellbade solltest du auf jeden Fall gucken. Musst du mal gucken, was die für Skalierung hat. Ich glaube, die hat C und D oder sowas. Ja. Da musst du Stärke und Beweglichkeit leveln, wenn du die stark machen möchtest. Aber du solltest. Ich weiß nicht, am besten ist eigentlich, wenn du deine Werte so machst, dass du irgendwann auf Vitalität 40 kommst, Kondition 40 und dann halt Stärke und Beweglichkeit auch so um die 40, 45, 50. Ja, gucken wir beim nächsten Mal, denn die Folge ist schon wieder vorbei. Also, ja. Haut rein, ciao, ciao!